Hallo? Wer ist da? Jemand, dem es offensichtlich scheißegal ist, dass du existierst. Ja, das klingt nach Hundi, der am Fressen ist. Kann ich das sehen? Yo. Der frisst da an einem Haufen. Soll man das von hier aus sehen? Bin mir unsicher. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was da tot liegt. Ah, Safety Measure, ja. Safety Measure Mindful, ja. Es ist gut, hier hochzugehen. Da komme ich nicht weiter fürs Erste, oder? Die Tür sieht auch sehr zu aus. Auch wenn sie schlecht gesetzt ist, weil man hat einen Spalt gesehen. Hier ist zu. Wie hält er jetzt die Lampe nach hinten? Wie macht er das? Also das Licht geht nach hinten, aber er hält die Lampe nach vorne. Das ist bisschen nice. Kann hier rausschauen? Nee. Auch wenn es nur Spalt offen ist. Oh, riecht grauenvoll. Ja. Hast du soweit recht? Hier kann ich drüber gehen, ne? Jo. Dann gucke ich erstmal hier rein. Hier ist nichts. Ich muss hier dahinter, ne? Man hört ihn schön schmatzen. Schön, schön, schön. Die Uhr hat von vorne angefangen. Also zumindest in dem Video. Hey, Mister. Nenn mich Officer Green. Klar. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Ja. Nein, leider. Oh. Alles okay? Ja, ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Ja, okay. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Habt ihr so eine Ahnung? Wie ist es denn? Ach, tot. Nichts Gutes. Ach, der ist jetzt mit dabei. Okay. Wird er sterben? Ist er deswegen da? Um zu sterben? Von seinem eigenen Hund gefressen? Oder sowas? Ja, schöner Schatten. Merlin! Da bist du ja. Wir haben uns schon gewundert. Okay. Komm zurück! Verflixt nochmal! Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernt. Gottverdammt. Ja, na klar, mit bloßen Händen anfassen. Lecker, toll. Es ist Fleisch. Halbwegs mager. Aber es ist nun mal Fleisch. Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team.
Er drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund. Was ist das? Was? Irgendein Würstchen? Das ist ein Ohr. Das ist ja schlecht. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Dafür gibt es keinen Beweis. Das ist von jemandem anderem. Er sah auch ziemlich groß aus für ein Kinderohr, aber es gibt erstmal dafür keinen Beweis. Dafür gibt's keinen Beweis. Und was für... Tu dir einen Gefallen und vergiss das wieder. Heute Nacht lagst du mit all deinen Vermutungen daneben. Das ist soweit richtig. Oh, das kam aus der Tonne. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Dann laufen wir mal ein bisschen hier durch. Nee, schade, ich dahinter lasse keine Tapser. Ah, da kann ich nicht drüber laufen. Okay. Dann können wir noch weiter und dem Hund hinterher. Oh, ist das? Okay. Figurenköfferchen ohne Figuren. Ja, kein Plan. Was war das? Bleib hinter mir. Okay. Werkzeugkoffer. Nichts Auffälliges. Ein Gitter. Also, was ist das? Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite beim, nicht im Stahlwerk. Ja, etwas hinten, um das Gitter aufzustemmen. Also grundlegend kann das schon sein, dass es überall auf dem Gelände verstreut ist, um die Hitze abzuleiten, so ein bisschen aus gewissen Räumlichkeiten, sagen wir es mal so. Ich muss das irgendwie aufstemmen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Baymasters Office. Okay. Zahlmeister. Paletten. Klettern. Ah ja. Weil da natürlich zugesperrt ist. Okay. Schön. Ja, sieht gut aus. Sieht aber auch klein aus. Manche Gegenstände können mitgenommen und später verwendet werden. Ja, stemme das Gitter auf. Ich würde gern das hier aufstemmen. Und noch was anderes? Das war schon sehr klein. Das war viel mehr Werkzeug. Was auch Sinn machen würde. Es mitzunehmen. Ja, dann eben nicht. Schauen wir mal. Gegenstand verwenden. Zurück. Drücke wiederholt, bevor die Zeit abläuft. Okay. Wir sind noch in Einführungsmechaniken.
Schaffst du das? Na hopp. Ja. Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Wo willst du hin? Na, wozu hat er da aufgemacht? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Und das ist kein gutes Gefühl. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh, ich weiß nicht. Jetzt könnte ich einen kleinen Montermacher gebrauchen. Na, jetzt gerade schlecht. Willst du als Säufer in Erinnerung bleiben? Jo. Hey. Soll man sich an dich als alten Säufer erinnern, der tatenlos zusah, als es drauf ankam? So bist du nicht. So willst du nicht sein. Sei stark. Reiß dich zusammen. Okay? Ja, Sir. Hast Tom dein Vertrauen geschenkt? Ja. Schicksal geändert. Wow. Das ist ja toll. Finde einen Weg in den Ofenraum. Mist. Die Mütze ist im Arsch. Die kannst du dir abschminken. Beziehungsweise kannst du sie einstecken, aber nehmen willst du sie nicht. Wo gehe ich denn jetzt hier lang? Furnish Access. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Die Tür geht nicht auf. Aber ich kann den Blick riskieren. In einen anderen Gang. Toll. Wie sieht's hier drüben aus? Haben wir jetzt auch nicht so viel. Das Bild, ich glaube, hier geht's lang. Furnish Access. Das hier. Aber man will, dass ich dem folge. Ich möchte aber alles andere sehen. Das ist eine gute Idee? Ich glaube nicht. Da ist eine Tür offen. Was ist dies? Eine Figur. Oh, Schmuckstücke von 2 von 12. Ja,
Wenn ich da an das Köfferchen denke mit den ganzen Figurenlücken. Ich glaube, wir haben schon eine jetzt verpasst. Das ist ja gemein. Warte mal, muss ich mal kurz schauen. Sammlung. Alex ist immer noch nicht. Jetzt das. Schicksal. Sam. Ah, okay. Als wenn die Händchen halten. Weil da hat er mir nur das Ohr gegeben. Hä? Muss aber noch mehr geben. Geht's runter. Mann, was für ein Irrgarten. Ah, ist schon okay. Schritte gehört? Bin mir unsicher. Soll auf jeden Fall sowieso nach unten. Na, würdest du um diese Ecke laufen? Ich danke dir vielmals. Der dürfte es ja nicht wirklich. Was ist bitte das hier für ein unendlich sinnloser Raum? Jetzt folgen wir mal den Dingern. Zumindest weitestgehend. Verborgen im Winkel des Stahlwerks führt jemand merkwürdige Rituale durch. Hä? Oh, hier hing auch mal eine Axt. Sehr schlecht, wenn da eine Axt hing. Da geht's weiter. Was ist hier? Nur eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Das muss er sein. Nichts. Was ist das? Wer ist das? Okay. Nicht zurücklegen, mitnehmen. Kann ich das nicht einstecken oder so? Nicht wirklich runterleuchten. Ah, das ist ja schon draußen. Okay, okay. Und hier sollte theoretisch ein Gewehr hängen oder sowas. Da liegt was Totes. Sieht ja nach einem Brustkorb aus. Und wir gehen selbstverständlich noch ein Stück weiter runter. Mir dreht sich der Magen um. Ja, da unten riecht's bestimmt lecker. Schmackofazi und so.
darüber. Kann klettern. Was ist da? Da ist auf jeden Fall was. Aber ich kann auch da durchkrauchen, oder? Ja. Dann möchte ich erst das da. Das ist wie eine Puppe oder sowas vom Rahmen her. Tatsächlich eine Art Puppe. Eine ultra hässliche. Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Okay. Ein bisschen nice ist das schon. Kann ich auch die Sammlerstücke irgendwo sehen? Sammlung. Ach ja, der Hinterwäldler. Nicht einmal seine Mutter konnte Max Thompson Jr., einen grauenvollen Mann, der zum Monster wurde, lieben. In der Stille, die sich über die Cold Wind Farm gelegt hat, muss man immer die Ohren offen halten und auf das rostige Dröhnen von kreischendem Metall und das Heulen des Motors achten. Denn auch wenn Max nicht versucht, sich heimlich zu nähern, nimmt er mit brutaler Flinkheit Rache. Ja, das ist er. Der Hinterwäldler. Was haben wir hier? Sammlung der Champion. Ja. Na klar. Und hier Ritual. Warum auch immer, was auch immer. Ein gemaltes Symbol, das an eine Art grobe Waffe erinnert. Äußerst morbides Kunstprojekt. Hat es eine verborgene Bedeutung? Möglich. Jetzt fährt man wieder rüber und jetzt wird's richtig eklig. Jetzt legst du dich auf den Boden und kriegst da mal richtig durch. Verdammte enge Räume? Wollten Sie verdammte nicht sagen? Oh. Hier geht das Ritual weiter. Ich folge dem Ritualdingern, oder? Da ist auch wieder ein Symbol drunter. Sieht aus ein bisschen wie eine Machete. Erstmal hier. Mir unsicher. Ah, ja. Ein Stück Metall. Mein Gott. Hat das so eine Krone oder so? Den tue ich hier aber nichts. Also zwängen wir uns durch die Lücke. Außer hier liegt noch irgendwas, aber nee. Ganz ehrlich? Nee, okay. Teilweise sind die Alpha-Wände ein bisschen blöd gesetzt. Man kann schon näher an Objekte ran. Das ist in Ordnung. Über einen Fähigkeitscheck zu schaffen, drücke X. Wenn sich der Zeiger in der Erfolgszone befindet. Oh, okay. Jetzt wirklich Dead by Daylight ein bisschen. Dolle. War nicht perfekt, aber ausreichend. Was wäre sonst passiert? Wahrscheinlich hier nichts, ne? Er wäre entweder hingefallen oder nicht. Okay. Ich rate, hier geht's nicht lang. Da sehe ich schon wieder keine Türklinke. Nope. Aber ich sehe diese Leiter. Und wieder das Access-Schild. Hier läuft einfach Wasser durch.
ist halt ein Ofen. In groß. So eine verdammte. Oh. Eine Wiege. Scheiße. Dreck. Als Dreck übersetzt. Oh. Rampe, Leiter. Ich glaube, Leiter ist zu gefährlich. Ich nehme die Rampe. Verkackt, verkackt, verkackt. Zu schnell gedrückt. Okay, die Fertigkeiten-Checks, die muss ich noch reinkriegen. Ja, kein Dead by Daylight-Spieler. Meine Spielzeit bei Dead by Daylight beträgt, glaube, 20 Minuten. Das ist schlecht. Stick und dann R2 auf Ziel. Okay. Bam. Vom Rohr befreit, es gäbe eine Alternative. Jo, steh auf. Hol die Knarre. Stone erschossen und das Kind gerettet. Oh. Hübsch. Schlaf schön, du Arschloch. To change our